Witcher! Zoltan Chive, good to see you. You got inside the town okay? Plenty of work for a Witcher in Vishima. It seems so. How did you manage to get in? Nasty non-humans will always find a way to sneak into human homes. True enough. Listen, Zoltan, I wanted to talk to you. Yes? Moment, Zeit. Got a minute? What's eating you? Here. I warn you, some philosophies involved. The meaning of life, eh? The evil that witchers fight stems from chaos, from actions aimed at disturbing order. For where evil spreads, order cannot be established. Instead of the light of wisdom, the glimmer of hope, and the glow of warmth, darkness ensues. And in darkness you find nothing but blood, fangs, and claws. Like in the outskirts. Nicely put, but as young Cero said to King Verdank on their first date, does it have any practical uses? The right of witchers to live and function in this world has fallen out of balance, because the struggle between good and evil now plays out on a different battlefield with different rules. Evil has ceased being chaotic. No longer a blind, elemental power, evil follows rules according to the rights it's been granted. It functions in line with treaties. That's progress. With more of us living longer, we can slaughter one another in the thousands. Progress is like a herd of pigs. The herd brings many benefits, but no one should wonder at all the shit. Shit or no shit, witchers exist to slay monsters. How can I when the real monsters hide behind ideals, faith, or the law? The biggest evil is moral relativity, which kills more than the Catriona plague and dragons combined. Witchers will always be needed, no matter where that pig herd leads us. Da hat er gar nicht mal so Unrecht. Thanks, Sultan. So, Yes? Hast du Zwergenschnaps dabei? Know anything about Vivaldi's bank? No, it's only Vivaldi's by name. How so? New owners. Humans. That explains a lot. Really? Okay. Lebt wohl. Farewell. Ich will nämlich nicht, okay, ich schau mal da vorne, vielleicht hat der Typ hier, hallo, Bauernhändler, so. You need anything? Ja, Zwergenschnaps. Kirschgeist-Tinktur, Peperowka, Roggenwodka, Himbeersaft. Ich brauch Zwergenschnaps. Das heißt, ich muss zu Zwergen gehen, aber Zwerge habe ich hier nicht allzu viele zur Auswahl. Zumindest keine, mit denen ich Geschäfte machen tun. Mist. Okay, ich brauche Zwergenschnaps. Wo kriege ich Zwergenschnaps her? Hast du Zwergenschnaps? Nö. Da unten in der Absteige gibt es auch keinen Zwergenschnaps. Zwergenschnaps. Im Sumpf. Könnte im Sumpf irgendjemand Zwergenschnaps haben? Ich hatte, glaube ich, Zwergenschnaps und habe den einfach mal verkocht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Pechschwarz. Something devoured my neighbor's husband last moon. Zwergenschnaps. Ich brauche eine Flasche Zwergenschnaps. Wo kriege ich Zwergenschnaps her? Die einzigen Gebiete, wo ich hin kann, ist eben Vysima, das Tempelviertel. Das hier draußen, der Deich und, schöne Aussicht. Und, der Sumpf.
aber ich wüsste nicht, wo... Hat vielleicht Leuwarden Zwergenschnaps bei sich? Yes? Handeln. So. Was hast du da? Serikanischer Brand, Mettiner Rosé, aber kein Zwergenschnaps. Yep. Hat keinen Zwergenschnaps bei sich. Ich kann wirklich nur noch zu Vivaldi gehen. Oder hoffen, dass da unten möglicherweise in einem Fass Zwergenschnaps drin ist. Ich weiß es nicht. Aha. Wüsimas Gold. Ich glaub's auch. Schau mal ganz kurz. Neither Temerian nor Redanian. Schwarzpulver. Levarden advised me to sell my shares in the transport company. Fischer. Flößer. Da vorne gibt's noch Fässer. Ich lauf da mal hin. Irgendwo muss doch Zwergenschnaps aufzutreiben sein. In The Witcher 3 wurden wir zugeschissen damit. Ja, dann raste. Schade. Kaufmann, Kaufmann. Best watch out for Redanians, damn thieves. Ja, okay, gut. Redanier sind böse, Anderlinge sind böse, alle sind böse, Hexer sind böse, Hunde sind böse, Eichhörnchen sind böse. Okay. Ich habe auch keine andere Taverne. Ich habe im Bordell könnte ich noch nachschauen. Das Bordell hat bestimmt Schnaps auf Lager. Oder die Kellnerin möglicherweise in der Taverne. Okay, na gut, dann ist Bordell. Das ist eh auch da unten. Okay, gut, dann gehe ich da einfach mal hin und schau mal, ob die möglicherweise Zwergenschnaps haben. Und wenn nicht, dann gehe ich nochmal in der Taverne vorbei und frage nochmal die Kellnerin, was die hat. Show me what you got. Das werde ich genauso zu ihr sagen und die wird das auch genauso verstehen, wie ich das meine. Übrigens, ich laufe falsch. Ja, jetzt halt doch die Klappe. Ich will doch nicht... Warum laufen mir die ganze Zeit irgendwelche kleinen Buben nach? Ja, das kann doch sein. Mach das halt. Die Leute hier, die bilden sich alle Dinge ein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, damit umzugehen. So, jetzt läuft mir ein Hund nach. Ach nö, der überholt. Okay, na gut, dann... Kann ich da tagsüber rein? Ich weiß es gar nicht. Ist das überhaupt hier? Das da, Tür. Leerstehendes Haus? Okay. Haben die Zwergen Schnaps? Die haben gar nichts. Okay, also das Haus ist tatsächlich leer. Sehr interessant. Okay, dann gehe ich wieder raus. Ist das Bordell nicht hier eigentlich? Oder ist das gegenüber von der Taverne? Da. Da ist das Bordell. So. Ach ja, hier ist ja niemand drin. Stimmt ja, da ist ja keiner. Da ist einfach niemand. So, guten Tag. Bin die Putze. Ich räume hier auf. Abgeschlossen. Gut. Dann verschwinden wir wieder. Schauen wir einfach mal wieder in die Taverne, ob es da vielleicht Zwergenschnaps gibt. Ich war andere Richtung. Ich hoffe es sehr. Aha. Was soll man im haarigen Bären fragen? Ich weiß es gar nicht. So. Liebe Kellnerin, wo bist du denn? Sultan ist auch schon wieder hier. Da ist die Kellnerin. Hallo, Kellnerin! Made up your mind? So.
Zwergenschnaps also. Soldatenfusel. Ich will Zwergenschnaps und keinen Soldatenfusel. Mahakam am Met. Mahakam wäre schon gut. Wenn das ganze Zeug jetzt noch ein bisschen stärker wäre. Tafelwasser. Natürlich. Ein bisschen stärker. Tafelwasser. Das haut jeden um. Mist. Ich brauche Zwergenschnaps, verdammt. Ja, halt die Klappe. Kann Zwergenschnaps tatsächlich so schwer zu kriegen sein? Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Dörrobst und Nüsse. Ah. Ist alles kein Zwergenschnaps. Ich will Zwergenschnaps haben. Ja, mir Zwergenschnaps bringen. Zwergenschnaps. Zwergenschnappes. I know Taller. So think before doing anything careless. My nose itches. Taler, ich kenne Taler auch. Ja, okay, das war jetzt eine Information, die ich unbedingt gebraucht habe. So, ihr kennt Taler, also sollte ich es mir zweimal überlegen, ob ich irgendwas Falsches tue. So. Schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. So, ich gehe nochmal zu Taler und frage Taler, ob der möglicherweise Zwergenschnaps hat. Fistech hatte er keines. Aber möglicherweise Zwergenschnaps, weil Zwergenschnaps doch unter Anführungsstrichen nur Alkohol ist. Hier. Nein. Ich will mich nicht ausruhen. So, stehst du wieder auf? Dankeschön. So, Wally. Ja, handeln. Taler hat auch keinen Zwergenschnaps. Vielleicht im Keller? Nö, im Keller hatte der gar nichts, ne? Nö. Der hat da gar nichts. Der hat da gar nichts. Ich will Zwergenschnaps haben. Kann es denn so schwer sein, Zwergenschnaps aufzutreiben? Jetzt kann ich wirklich nur noch zu Vivaldi gehen. Der wohnt ja auch im Anderlingviertel. Der könnte tatsächlich Zwergenschnaps haben. Ja, ich. Sag das nicht so entnervt, weil sonst bin ich auch entnervt. Ich bin strange. Ja, life is strange, würde ich sagen. Nicht nur ich, sondern auch Life. Life ist ein guter Freund von mir. Ist auch immer mit Lasse und Rollo unterwegs. So, hier, Vivaldi. Der hat bestimmt Zwergenschnaps, der säuft doch. What brings you here? Ach, der mit seinem Raverbart wieder. Hier. I hope you recover your assets. That bank has belonged to my family for ages. And now some human. You call this justice? Nö. I figured out Azar Javed's contacts. Interesting. Okay. Sorry I suspected you. I know you've lost control of your bank. Kind to be so frank with a dwarf. Anytime. I have information about Javed that might be useful. Even the smallest details sometimes are. I saw his name in old files. He paid tuition at the sorcerer school in Barnard. He was expelled after taking an interest in dark magic. He stopped paying tuition and that was the last trace of him in our system. You're dealing with a renegade, and a dangerous one at that. Okay, ich will trotzdem Zwergenschnaps haben. Altes Regal. Ist da vielleicht im alten Regal ein Zwergenschnaps drin? Nö. Aber Soltan ist hier. Interessant. Was habe ich jetzt eigentlich für eine Quest abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Ja? Ja. Nein.
Ja, okay, da habe ich ein bisschen was weitergemacht, ne? So, Zwergenschnaps. Zwergenschnappes. Ich brauche Zwergenschnappes. Zwergenschnaps. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich Zwergenschnaps herbekommen soll. Jacques de Aldersberg's armor glistened bright enough to blind sinners. And his knights did. Zwergenschnaps. Hast du vielleicht Zwergenschnaps? Die saufen hier alle und keiner hat Zwergenschnaps. Not enough plague, this. Look how they grow. Ja. I'm more interested in silver swords. I knew one of you would come by eventually. You lost it playing dice. I was sure I'd win. Beware, the sharp one plays well. Where did you get this sword? 5 years ago, there was a battle near Brenna. When the dust had settled, our men had beaten the Nilfgaardians. We ceased to call ourselves an imperial province that day. You captured the sword during the battle? Yes, it was Witcher Cohen's. Cohen! A strapping fellow and a rare breed. Not very talkative, mind you. Like most of us. I gave my word the sword would find another Witcher. As he lay dying, he mumbled about teeth and destiny. Then he laughed at his own death. Yet you lost it gambling? I kept it hidden for 5 years. I lost hope I'd ever run into another Witcher. Miss Shani knew Cohen. She works at the hospital. Thanks. Good luck on the path. Cohen, der Arme. Ja. Adieu. Godspeed. Ach nö, Moment, warte mal. Hast du Zwergenschnaps? Look out. Ja, hier. Ich will Zwergenschnaps haben und keine Blumen. Dankeschön. Mist. Da sind aber Fässer. Vielleicht ist da Zwergenschnaps drin. Ich will Zwergenschnaps haben. Okay, da liegt Geld drin. Nehme ich auch. Warum nicht? Oh, life. Ich speichere, hä? Ich speichere, hä? My old bones. Zwergenschnaps. Wir haben sonst kein Etablissement. Ist der Detektiv zu Hause? Hat der vielleicht Zwergenschnaps? Kann ich mit dem handeln überhaupt? Er ist da. Er ist definitiv da. Yes? See you later. Halt, altes Regal. Ich schau mal ganz kurz. Hast du vielleicht Zwergenschnaps, so ein Fläschchen oder zwei zu Hause? Nicht? Schade. Kleiderschrank, ist da Zwergenschnaps drin? Wieder die Anderlinge. Aha, interessant. In der Holztruhe vielleicht. Zuckerpuppe. Mahakamamed. Ich kann nur versuchen, dass ich das ihm bringe. Aber Zwergenschnaps ist eben was anderes. Eigentlich. Zwergenschnaps ist eigentlich was anderes. Mist. Ich kann ihn nur Mahakamamed bringen, aber keinen Zwergenschnaps. What do you need? Dir ein Geschenk geben, Mahakamamed. Nothing like a good drink. Ehrlich jetzt. Okay. About the prisoner. Where you want the body dumped? At the hospital. It'll be there by evening. Farewell. Gut. Hätte ich schon früher probieren können. Ist ja nicht so, dass ich den Mahakamamed jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Gut. Das heißt, wieder bis abends meditieren und dann schauen wir uns den Körper an. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das wird mich heute nicht mehr plagen, denn in der nächsten Aufnahmenrund
bin ich hoffentlich immer noch gesund und dann sehen wir uns dann wieder und dann singe ich auch Lieder, die niemand hören will. Darum bin ich dann trotzdem still. Ich verabschiede mich für heute. Ihr seid die Besten, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt hinhauen. Lasst es euch gut gehen. Recht vielen Dank. Mein Name ist Koron und nicht Funk. In diesem Sinne, rein in die Rinne. Auf Wiedersehen. Tschüss.